Im heutigen Video werde ich 2 Stunden lang 10x85 Plus Packs öffnen und wir gucken, was man so zieht. Ich werde das Ganze hier im Intro ohne Spoiler gestalten. Das heißt, ich werde nicht sagen, was wir gezogen haben. Ich habe das Video nämlich schon aufgenommen und es war komplett verrückt. Denn wir haben die Packs wirklich gespammt. Ich habe eins nach dem anderen aufgemacht. Immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und ihr seht jetzt, was wir gezogen haben und ob die Packs sich lohnen. Wenn ihr solche Experimente feiert, dann lasst gerne ein Like da. Dann sehe ich, dass ihr Bock drauf habt und kann das zu den nächsten Events genauso machen. Vielleicht sogar im Livestream, dass ich so lange online bleiben muss, bis ich den Spieler ziehe, den wir ziehen wollen in dem Livestream. Wenn ihr Bock drauf habt, 7000 Likes. Das ist das Ziel und eure Challenge. Und lasst auch gerne ein kostenloses Abo da, denn noch 6 Leute fehlen, die den Kanal abonnieren müssen. Dann haben wir 992.200 Abonnenten. Sind hier 6 Leute, die den Kanal noch nicht abonniert haben? Dann tut es jetzt. Ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Let's go. Okay, wir haben zum Start 5 von diesen 10x85 Plus Packs. Danach haben wir Unlimited 10x84 Plus Packs. Und ich bin sehr gespannt, was wir hier heute ziehen werden. Für die 10x85 Plus Pack muss man ein 88er Team mit einem Team of the Week oder Team of the Season Spieler abgeben. Das ist relativ easy. Denn wenn wir in meinen Verein gucken, dann sehen wir, dass wir High-Rated Spieler ohne Limit haben. Das heißt, ich kann diese SBC eigentlich tagelang machen. Und deswegen machen wir das auch. Und aus dem Grund haben wir auch schon das erste 10x85 Plus Pack ready. Wir werden das auch so machen, dass wir die besten Spieler, die wir ziehen, immer in dieses Team hier stellen, damit wir eine kleine Übersicht haben, was wir schon gezogen haben. Und am Ende müssen wir damit natürlich auch die Weekend League zocken. Ich bin sehr gespannt, was wir am Ende in den Packs haben werden. Und wir gehen in das erste rein. So, ich habe jetzt schon mal 2 von diesen 10x85 Plus Packs. Wir machen das erste Pack auf und hoffentlich direkt im ersten Pack Packluck. Leider kein Footies. Boah, ich bin so krass gespannt, wie viele Footies wir am Ende des Tages ziehen werden, ne? Badia Schiele ist der erste Spieler, der angezeigt wird. Auf locker beginnen wir hier. Und ja, nichts Besonderes in diesem Pack drin. Aber wir haben ja noch einige Packs davon. Guck mal, wer hier kommt. Milo will auch mal Hallo sagen und Milo wünscht uns viel Packluck. Und weiter geht's mit der SBC. Wir werden die so lange abschließen, bis wir was Krasses gezogen haben. Oh, ich habe einen Footies gezogen. Ey, ich habe einfach einen Footies gezogen. Ich habe einfach einen Footies gezogen. Opplack. Aber ich glaube, das war nicht aus dem 10x85 Plus Pack. Ich glaube, das war aus dem Pack, was man von der SBC bekommen hat. So an sich. Da kriegt man immer so ein Goldpack für. Zeig mal. Ja! Und da ist unser erster Footies. Und da ist unser erster Footies, Freunde. 97er Opplack. Ist das krass. Ey, ich habe das Pack einfach so nebenbei aufgemacht, habe mir nichts dabei gedacht. Deswegen habe ich auch nichts gesagt, weil ich eigentlich die 10x85 Plus Packs aufmachen will. Kommt da einfach Opplack raus. Ohne Sinn. Aber nimmt man mit, packt man ein. Und jetzt geht es noch weiter mit dem nächsten 10x85 Plus Pack. Wir haben Opplack jetzt als Duplikat. Das heißt, den können wir hier direkt wieder abgeben. Passt auf jeden Fall. Aber witzig, dass das so hier losgeht, ne? Der erste Footies kommt aus so einem Pack, wo nur ein goldener Spieler drin ist. Ein seltener Spieler. Wir machen ein Nose Pack. Vielleicht ziehen wir noch ein Footies. Nein, das ist pink, aber nicht Footies pink, sondern Food Birthday pink. Und das ist Zinchenko mit einem 90er Rating. Ich glaube, den habe ich eben sogar für eine SBC abgegeben. Das heißt, das ist eigentlich relativ gut, dass wir ihn wiedergezogen haben. Ja, ich habe ihn nicht als du. Hä? Ich habe 2-mal Zinchenko und ein Pack. Yay! Wie verwirrt seid ihr denn? Zinchenko und Zinchenko. Was ist das für ein Bug? Wieso ziehe ich nie 2-mal Cristiano Ronaldo in ein Pack? Oder 2-mal tradable, weiß nicht, Mbappé Tots in ein Pack? Nö, das passiert nie, ne? Aber Zinchenko, 2-mal in einem Pack ziehen, das funktioniert. Ja, danke für nichts, ey. Guck mal hier, Zinchenko ist da drin. Und wer ist da noch drin? Zinchenko ist da drin. Hä? Ohne Sinn. Ohne Sinn, ohne Sinn, ohne Sinn sogar. Was ist das denn für ein Mega-Bug? Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Jetzt mal Real Talk. Wow. Ich habe gerade mal durchgezählt. Das sind wirklich 10 Spieler. Ich dachte, der wird vielleicht doppelt angezeigt oder so. Aber nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das sind wirklich genau 10 Spieler. Was passiert, wenn ich abschicken drücke? Ja, hab ich Zinchenko und Zinchenko nochmal. Wie unnötig. Die haben mir einen Spieler einfach geklaut. Hä, aber der ist auf einmal tradable geworden. Der ist aus nichts tradable geworden auf einmal. Ich kann ihn sogar echt verkaufen. Er hat gemerkt, die haben Fehler gemacht. Holy. Wenn wir schon 2-mal Zinchenko gezogen haben, dann ist das ein Zeichen. Dann tue ich Zinchenko in mein Team rein. Okay. Guck mal hier, ich habe jetzt sogar schon 3 von diesen 10x85 Plus Packs angespart. Das liegt daran, dass ich immer diese ganzen Duplikate habe und die dann wieder abgeben muss, ne? So, Brasilien, Rechtsaußenverteidiger Emerson. War der eigentlich damals nicht eine SBC? Ich bin der Meinung, der war mal eine SBC. Wieso kann man den jetzt ziehen? Zeig mal her.
Hä, den kann man sogar kaufen jetzt mittlerweile. Okay, dann war das vielleicht doch keine SBC. Ich war der Meinung, der hatte meine SBC-Karte. Kann sein, dass das ein anderer Kartentyp war oder in einem anderen FIFA war. Vielleicht bin ich auch gerade komplett verwirrt. Aber damit haben wir eigentlich einen relativ guten Rechtsverteidiger. Den können wir zocken. Oder wollen wir Lewandowski nehmen und den upgraden? Wir könnten auch Lewandowski oder Pogba nehmen und die upgraden. Das wäre auch ein cleverer Schachzug. Komm, wir haben hinten Oblak drin. Wir brauchen noch einen La-Liga-Spieler. Ich spiele so selten Lewandowski. Deswegen tun wir Lewandowski jetzt hier mal auf die Stürmerposition als Tots. Upgrade. Let's go. So, Freunde, was mir auffällt, wir haben eben die 992.000 Abonnenten erreicht. Ich küsse doch eure Herzen. Jetzt haben wir ein Team of the Week da drin und das ist Pink Hair Greasy. Den hätte ich eben gebrauchen können, weil man immer Team of the Weeks abgeben muss. Aber, oh, das ist mal ein High-Rated Pack. Ey, Griezmann hat doch echt eine geile Karte eigentlich. Ich weiß nicht, wie teuer die noch ist, aber ich hätte echt Bock, Griezmann vorne mit Lewandowski zu spielen. Vor allem, weil Griezmann noch Oblak linkt. Ah, das wäre ein Move. Das wäre ein Move. Das wäre echt ein geiler Move. Und wisst ihr, was das Krasseste an der ganzen Sache ist? Das zeige ich euch jetzt einfach einmal. Und zwar, wenn wir hier Griezmann eingeben, dann mal auf den Markt schauen, sehen wir, dass Griezmann eine Footies-Karte hat. Ey, mit dem Ronaldinho-Jubel, Junge. Und der kostet über 1 Million Mücken. Und den holen wir uns jetzt. So, 1,2 Millionen gebe ich ein. 1,190. Junge, so viel muss ich hinblättern für ihn. Okay, das blättern wir dann mal hin für ihn. Hätte man den nicht in dem Pack einfach als Footies ziehen können? Warum gibt es den nicht mehr als Footies zu ziehen? Man zieht den einfach als Inform jetzt. EA, strafft euch. Und da ist er auch schon im Team. Bumm, direkt auf 2 Chemiepunkte, weil wir den 3. La-Liga-Spieler drin haben. Plus einen Atletico-Spieler. Ja, das schmeckt sehr gerne. Das Geile bei der 10x84 Plus Pack SBC ist, ich wollte gerade sagen, dass man hier kein Team of the Week mehr abgeben muss, aber muss man auch. Ohne Sinn. Bevor wir jetzt aber zu den 10x84 Plus Packs kommen, ich habe noch 2 von den 10x85 Plus Packs. Die machen wir auch noch auf. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Was soll ich mit Lucas Moura? Junge, gib doch mal was Geiles jetzt. Der einzige Footies kam aus dem Goldpack. Was ist das? Volland, Chuku, Visi, Ferrati, Lakaka, Fabian, nichts. Oh, Modric. Okay, ich upgrade Modric. Aber kann doch nicht sein, dass wir jeden Spieler upgraden müssen. Wir müssen jetzt ja auch mal direkt was Geiles draus ziehen, ohne abzugraden. So wie hier im Tor. So einfach geht das doch. Vielleicht jetzt aus diesem 10x85 Plus Pack. Foot Birthday, Brasilien, Linksverteidiger, Tejesch. Tejesch ist nicht schlecht. Wird aber, glaube ich, auch in der nächsten SBC abgegeben. Ja, in dem Pack ist nichts dabei, worüber wir sprechen müssen. So, jetzt haben wir ganz viele von diesen 10x84 Plus Packs. Mal schauen, mal schauen, mal schauen, was die sagen. Vielleicht sind die jetzt ja besser als die 10x85 Plus Packs. Man weiß nie, man weiß nie, man weiß nie. Wir ziehen sie alle. Alle, alle, alle. Guck mal, guck mal. Skriniar, Abedi Pelé. Ja, 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 mit Abedi Pelé, ja, normal. Abedi Pelé kann ich arbeiten. Das ist der nächste Spieler für unser Team und den müssen wir nicht mal upgraden. Was ein Wunder. Und genau aus dem Grund gehen wir jetzt in die 4-3-1-2-Formation, gehen hier auf die 10er-Position und fügen Abedi Pelé ein. Den habe ich sogar schon mit Hunter. Pass, schmeckt, sieht gut aus. Und immer weitermachen. Und immer weitermachen. Und immer weiter diese Packs ziehen. Bis was richtig krasses kommt. Mbappé, Footies oder sowas in der Art. Lamela, De Marcos. Schwierig, schwierig, schwierig. Wobei De Marcos ja relativ gut hier ins Team passt. Deswegen, wo ist er? Da hinten ist er. Ja, fürs Erste passt das. Dann sind die La-Liga-Spieler schon mal alle auf Full-Chemie außer Lewandowski. Immer weitermachen und weitermachen und weitermachen. Mein Motto. Das ist mein Motto. Ja? Ja? Ja. Meslier. Und Alexander Alex. Wer hätte es gedacht, dass der Mann nicht auch noch vorbeikommt? Da ist er und grinst mich wieder an, die Grinsebacke. Footies. 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 Futurestar. Oh, Brasilien. Vinicius Souza. Mein Gott nochmal. Diaby. Das ist ja ein richtiges Müllpack. Das hört gar nicht mehr auf mit diesen Packs, ne? Ihr wisst gar nicht, wie viele ich davon schon mittlerweile geöffnet habe. Das ist so unfassbar. Wie witzig, ey. So viele Packs davon öffnet man aber. Ihr seht die Ausbeute bis jetzt eher mau, würde ich sagen, ne? Noch nicht sowas Krasses dabei gewesen. Okay.
Okay, okay, okay. Reicht doch jetzt mit diesen Future Stars, Mann. Davon habe ich jetzt schon genug gezogen. Langsam werde ich hier stinkig. Boah, Junge, Junge, Junge. Conference League. Ist das, Atal? Ja, das ist Atal mit 89. Immerhin, das Rating ist da. Miranda, Choboslai. Ja. Ihr müsst euch vorstellen, ich gebe für jedes Pack ein Tradable Team of the Week ab, ne? Die sind gerade 10 bis 15k wert. Das heißt, ich gebe für jedes Pack 15k ab und krieg die ganze Zeit sowas wieder von EA Sports. Das ist ja unglaublich. Benteke, Modric. Ja, okay, diesmal wird es Zeit für ein Pogba-Upgrade. Damit wir mal wieder irgendwas fürs Team haben, würde ich sagen, upgraden wir jetzt ehrlich Pogba. Pogboom, da ist er doch. Und weil er hier ein Franzose ist, kriegt er auch einen Link von Griezmann. Das ist super. Freunde, ich kann vielleicht mal so einen Stream machen, dass ich so lange streamen muss, bis ich eine bestimmte Karte aus diesen Packs ziehe. Dann mache ich das on-stream, was ich hier gerade als Video mache, und muss so lange on bleiben, bis ich eine bestimmte Karte ziehe. Lasst mal ein Like da, wenn ihr Bock darauf habt, und lasst mal ein kostenloses Abo da, damit ihr das nicht verpasst, okay? Falls ich das machen sollte. Da kann man sozusagen so eine Challenge machen und vielleicht erreichen wir in dem Stream dann sogar die eine Mio. Okay, 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 komm schon. Es wird Zeit, dass wir hier jetzt mal endlich was Gutes ziehen. Nee, auch wieder nicht. Auch wieder nur ein 85er und das ist ein Vollbruch. Wir kommen langsam in den Trümmerbruch rein. So, Freunde, nach dem Pack ist die erste Stunde um. Dann haben wir eine Stunde von diesen 10x85 Plus und 10x84 Plus Packs gezogen. Die Ausbeute habt ihr bis jetzt gesehen. Wir machen jetzt noch eine Stunde, aber im Schnelldurchlauf. Das heißt, ich zeige euch aus der zweiten Stunde nur die krassesten Packs, die wir ziehen. 10x84 Plus Pack. Food Birthday. Koke. Es ist Koke. Was ist hinter Koke? Ich brauche irgendwas Gutes, Freunde. Ich brauche wirklich, wirklich, wirklich jetzt langsam mal irgendwas richtig Krasses. Das Ding ist, man kann ja auch die ganzen Tottis ziehen, so wie Van Dijk, Messi und wie sie alle heißen. Aber selbst die zieht man ja nicht hier raus. Wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, da einen Totti rauszuziehen? Scheinbar echt gering, so wie es mir vorkommt. Das Ding ist, auf diese Packs kann man ja nicht Rechtsklick machen, beziehungsweise R3 drücken, damit man die Wahrscheinlichkeiten sieht. Das geht ja nur bei den Packs für FIFA Points. Würde mich echt mal interessieren, wie die Wahrscheinlichkeiten hier sind, einen Footies zu ziehen. Wie die Wahrscheinlichkeiten hier sind, einen Totti zu ziehen. Oder. Aber hier sind echt viele High-Rated-Karten diesmal drin und das gefällt mir gut. Das muss wirklich möglich sein. Das muss wirklich möglich sein, hier raus einen Totti oder so zu ziehen. Ah, das ist ein 91er. Immerhin, ein 91er Lamela ist immer sehr gut fürs Rating, für SBCs. Und oh, Ruben Dias 93, auch noch im selben Pack. Das ist mal wieder eins der besseren Packs. Eins der Packs, die ich sehen will. Trotzdem fehlen hier die richtigen Kracher. Die richtigen Kracher, über die ich eben gesprochen habe. Damit haben wir auch unseren ersten Innenverteidiger. Und da ist es Ruben Dias geworden. Okay, wenn ich jetzt schon den roten hier vorne, ganz vorne sehe, dann tun wir den jetzt auch rein. Der sieht nochmal geiler aus als der 93er. Aber das war nicht schlecht. Das war wirklich, wirklich nicht schlecht. Zwei Spieler fehlen uns noch. Dann hätten wir 11 Spieler beisammen. Aber da können ja auch wieder welche rausfliegen und bessere für reinkommen, ne? So ist es ja nicht. Die scheppern schon gut rein, die Packs. Die scheppern schon gut rein. Back to back Lamela. Eben 91er Lamela, jetzt 91er Lamela. Lachflash. Aber diesmal ist kein 93er dahinter. Ja. Food Birthday ist hier auch nochmal wieder am Start. Italiener. Oh, Pessina. Weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Harry Kane. Auch noch am Start. 10x84. Ja, wir sind doch da. Gib jetzt was Geiles. Vitinia. Hat sich einfach gereimt. Wie random. Fabian Vitinia, wieder Pogba. Hey! Ist das ein verrücktes Format hier? Ich sitze hier einfach seit 1,5 Stunden schon. Und ich ziehe die ganze Zeit diese Packs und hoffe drauf, dass was Gutes rauskommt. Aber es kommt nichts. Also bis jetzt ist mein Fazit Finger weg davon. Warum auch immer. Eigentlich habe ich doch so viel Packlack. Warum habe ich heute nicht so viel Packlack wie sonst? Vielleicht kommt das noch. Wir haben ja noch eine halbe Stunde vor uns. And his name is Zinchenko. Ja, gut. Boah, ist das krass. Ist das krass. Ist das krass. Und man sieht jedes Mal Argentinien Lamela.
Nee, diesmal nicht mal Argentinier Lamela, sondern Ferran Torres. Auch ein super Typ eigentlich. Benrahma, ich verstehe nicht dieses System. Warum wird der angezeigt und der nicht? Es macht alles keinen Sinn, von vorne bis hinten nicht. Und jetzt ist es soweit. Ich habe so ein Gefühl. Jetzt ist es soweit, Freunde. Es ist soweit. Future Star. Hab doch gesagt, dass es soweit ist. Frankreich, Torwart. Jawohl. Ich hatte so krass im Gefühl, dass wir jetzt einen Future Star ziehen. Ist das gut? Nein. Aber jetzt. Aber jetzt immer noch nicht. Aber jetzt, oh, ey, Lafon jetzt auch noch. Ich wusste nicht mal, dass man ihn noch ziehen kann. Junge, aber Benrahma ist wieder mit von der Partie. Aber eine Sache muss man sagen, ist schon sehr korrekt von EA, dass sie die Packs jetzt schon unendlich wiederholbar in die SBCs reingebracht haben. Ne? Somit kann man sich echt Spieler ercraften. Nketiah ist, glaube ich, echt ein krasser Youngster. Ne? Nketiah kann, glaube ich, noch echt krass groß rauskommen. Ey, Nketiah, Guendouzi, Kalulu, Reus, Tagliafico. Reus jetzt ja auch wieder im DFB-Pokal zumindest gestellt gewesen bei Dortmund. Bin mal gespannt, wie das beim Bundesliga-Auftakt ist. Komm, da wir noch einen neuen Mittelfeldspieler brauchen, schafft es Guendouzi, würde ich jetzt sagen, einfach mal ins Team, weil er schon mit einer der Besten war, die wir bis jetzt gezogen haben. Und das ist eigentlich schon eine Frechheit. Aber kennt ihr das? Man will einfach nicht aufgeben. Man will einfach dranbleiben, weil man weiß, dass gleich irgendwas kommen könnte. Aber es kommt einfach nicht. Raspadori. Ja, Raspadori. Geh deine Raspadori dir selbst holen. Ey. Die Stunde ist um, Freunde. Zum Abschluss ziehen wir nochmal eins von diesen 500k-Packs. Mal gucken, ob die direkt besser sind als die ganzen 10x85 und 84 Plus Packs, die wir die ganze Zeit gezogen haben. Wir ziehen direkt einen Ei. Oh mein Gott, einen 92er Musiala. Und dahinter kann noch viel chillen. Was chillt noch dahinter? Guckt euch das an, Freunde. EA will das hier für... Ach, das ist krass. Das ist krass. Das ist krass, ne? Man ackert sich da so den Arsch ab. Und dann zieht man ein 500k-Pack und sieht da auf einmal 50 Special-Karten. Aber selbst das Pack ist es einfach nicht. Sage ich euch offen und ehrlich, selbst das Pack ist es einfach nicht. Ja, okay, weiß ich Bescheid. Ihr habt es gesehen, Upamecano Maguire war noch in dem Pack drin, deswegen fügen wir den ein. 19 Team-Chemie haben wir, 2 Stunden lang haben wir diese Packs gezogen, das ist die Ausbeute. Und wir haben viele Spieler davon geupgradet. Mein Fazit zu den Packs ist fürs Erste, hat sich nicht gelohnt, aber man braucht halt Packluck. Bei anderen kann es sich lohnen, jeder kann eins davon aufmachen, auf einmal kommt da Cristiano Ronaldo als 100er-Karte raus oder so. So, Freunde, wir sind im Modus der Schwitzer, Fat Champions. Und folgendes Team hat der Gegner. Oh, geht besser, bin ehrlich. Ist eines der schlechteren Teams. Sowas sieht man eigentlich gar nicht mehr. Eigentlich haben die alle diese ganzen geisteskrassen Footies. Aber er scheinbar nicht. Ich habe in letzter Zeit Tiki-Taka lieben gelernt. Guck mal hier. Zack, 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 zack. Übersteiger. Ich wollte Übersteiger machen, Lever. Nice. Und jetzt kann es schnell gehen. Wo ist Grisi? Da ist Grisi. Das ist, oh mein Gott, macht er dann Move. Wakes Glitch. Wakes Glitch. Das klappt einfach immer wieder gegen jeden Gegner. Das ist so krass, ne? Das sind Tore, die sind einfach, einfach. Und da kommt er direkt nochmal, der Wakes Glitch. Da kommt er direkt nochmal, Freunde. Was glaubt ihr denn, wie ich Tore mache? Natürlich mit dem Wakes Glitch. Fast. Und der Ball geht nicht mal zur Ecke. Ist noch heiß. Aber sehr gut, dass er noch heiß ist. Das Ding ist, das klappt halt immer so gut, deswegen muss man das auch so oft anwenden. Checkt ihr? Wenn das nicht so gut klappen würde, wenn die Gegner das verteidigen würden, würde man das ja nicht so oft benutzen, aber... Wenn man es einfach Tore machen kann, warum nicht? So, Griezmann will auch eins machen. Ah ne, ist Lewandowski. Macht Lewandowski das halt mit links. Er kann ja auch mit links schießen. Ey, so schlecht verteidigt von mir, muss man sagen, muss man zugeben. Wakes Glitch? Zack, und dann ist er wieder weg. Ich sagte, das klappt einfach gut, Freunde. Lernt diesen Trick. Und Lever ist zu schnell, zu langsam, was auch immer. Ich hätte schon 3 Tore damit machen können, aber ich mache nur 1. Da. Boah! Griezmann. Griezmann, mit dir wollte ich sowieso ganz schnell ganz Zeit ein Tor machen. Nein, wieso will ich es unbedingt mit ihm machen? Das war ein Foul. Digga, er fault mich da. Schiri, mach deine scheiß Augen auf. Nimm die Tomaten von den Ohren. Nice. 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 Weil du mich stinkig gemacht hast. Nein, Digga. 3-3. Ja, ja. 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 Ey, es klappt endlich mal wieder. Ja. Ja. Griezmann, bitte.
Mach ihn. Boah, deswegen liebe ich Griezmann. Und damit ist das Ding durch, Freunde. Damit beenden wir das Ding hier. GG ist deine Gegner. Hat echt gut gespielt. Hatte echt Hände. 2 Stunden, 10x85 plus und 10x84 plus Packs. Ihr habt gesehen, was wir gezogen haben. Lasst ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Peace.